Hallo, werte Ultimisten, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Maika von den Online Game Masters, nämlich Fahrenheit. Warum die Indigo Prophecy Remastered Edition? Das hat folgenden Grund. Ich habe noch Fahrenheit Original hier bei mir liegen. Habe es auch versucht zu installieren, allerdings ja, konnte ich das überhaupt nicht installieren. Also Installation wurde abgebrochen irgendwie, trotz dass es auf 100% und so weiter. Und das Schlimme daran ist auch noch, ich habe es zum Starten bekommen, allerdings konnte ich null speichern. Sprich, ich müsste das Spiel komplett durchspielen. Und zum Glück gab es auf Steam die Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered Edition, was alles ein bisschen schöner aussehen sollte und so weiter. Nun, ich bin gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hauptmenü. So, und da sind wir auch schon im Hauptmenü. Entschuldigung, 3. Ja, doch, passt. Okay, Entschuldigung. Ja, wir sind hier im Hauptmenü. Und, Moment. Zack, 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 zack. Gut. Nur so eine kleine Synchro-Bestätigung. Ich habe einfach mal wieder Bock auf Fahrenheit. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Und es war auch eines der ersten Spiele, die ich für mich entdeckt habe, die ich bei einem Let's Player gesehen habe. Er war leider krank und so weiter, aber es hatte nichts gemacht, weil in diesem Projekt muss man eh nicht viel reden, was mir ein bisschen zugute kommt. Ja, dass ich da nicht großartig quasseln muss. Bevor wir Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered spielen, kleine Info vorneweg. Das Spiel ist, glaube ich, ab 16 Jahre alt, also sprich, ich werde es nicht mit einer Altersbeschränkung versehen. Und ich werde das Spiel auch nicht zu 100% spielen. Ich will ein bestimmtes Ende erreichen. Und wie ich die Folgen schneiden werde, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, ich werde es so machen. Eine Folge gleich ein Kapitel. Also werden wir mal mit einem neuen Film beginnen. Entweder gleich neues Spiel oder Tutorial, aber ich bin echt eingerostet, was Fahrenheit betrifft und ich muss mich erstmal mit der Steuerung vertraut machen, deswegen erstmal Tutorial. Hi, ich bin David Cage, der Autor und Regisseur von Fahrenheit. Ich dachte mir, Sie sollten noch ein paar Dinge wissen, bevor Sie beginnen. Das ist mein Freund Bob. Mit ihm erlernen Sie die Grundlagen. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Gehen Sie zu der Markierung auf dem Boden. Gehen Sie zur Markierung auf dem Boden. Mit W vorwärts, mit S drehen Sie sich um, mit A links und mit D rechts. Also sprich, links drehen wir uns einfach ohne Sidestrip und so weiter. Mit W laufen wir, mit S drehen wir uns um. So, dann wollen wir mal. Maussteuerung. Mit gedrückter, gelinkter und was? Links und rechts gehen Sie vorwärts, um abzubiegen. Ah, okay. Oh Gott. Haben Sie die Umschalttaste gedrückt, um zu rennen? Können wir ja ganz gut. Boah, seriously? Perfekt. Die Fortbewegung wäre geklärt. Sie werden aber auch Ihre Umgebung beobachten müssen. Dafür müssen Sie die Kameras direkt steuern können. Also, versuchen Sie es. Haben Sie die rechte Maustaste gedrückt und um den Spieler herum bewegen? Sie können sich auch umsehen, um die ganze Umgebung abzusuchen. Okay, mit der linken Maustaste um die Kameras so zu steuern. Was? Mittler oder... ja, okay, die Ego-Perspektive. Sie werden sich in Fahrenheit aber nicht nur umschauen. Sie müssen nämlich auch mit Ihrer Umgebung interagieren. Gehen Sie zur Tür. So, gehen wir mal zur Tür. Was ich sagen wollte ist, dass man nicht in der Ego-Perspektive laufen kann. Es Sehen ist Sie das Symbol oben am Bildschirm? Es zeigt Ihnen die Bewegung, die Sie machen müssen, um eine Aktion auszuführen. Machen Sie sie ganz langsam, um genau zu spüren, wie Sie den Arm Ihres Charakters steuern. Nur zu.
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, dann erscheint ein roter Punkt, um die Bewegung auszuführen. Na also, nachdem Sie nun wissen, wie man läuft, die Kameras steuert und mit der Umgebung interagiert, können wir uns Wichtigerem zuwenden. Fahrenheit enthält Actionsequenzen, in denen Sie um Ihr Leben kämpfen müssen. Ich erkläre es Ihnen besser noch genauer, bevor Sie auf sich allein gestellt sind. Gehen Sie zum Fitnessgerät. Jo. So, hops. Was muss ich jetzt machen? Wenn dieses Symbol oben am Bildschirm erscheint, muss eine körperliche Anstrengung vollführt werden. Und das nicht nur von Ihrem Charakter. Abwechselnd A und D, so schnell wie möglich. Alles klar. Nein, komm schon! Na komm! Okay. Hey, nicht schlecht. Jetzt etwas Schwierigeres. Sie werden in Fahrenheit allen möglichen Gefahren ausgesetzt sein. Da braucht man einen kühlen Kopf und gute Reflexe, um zu überleben. Und so funktioniert es. Ah, oh, das ist geil. Okay, das klappt ja bestens. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sie können in Fahrenheit auch wählen, was Sie in den Dialogen sagen möchten. Versuchen wir's. Wie finden Sie meinen Freund Bob? Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und machen Sie die Bewegung, die Sie dem Wort entspricht, das Sie sagen wollen. Ja, also sexy eher weniger. Hey Bob, was sagst du dazu? Okay, die Dialoge werden also auch abgehakt. In Fahrenheit haben Sie nur begrenzt Zeit, um sich zu entscheiden. Langes Grübeln ist nicht drin. Jetzt kommen wir zu Ihrer mentalen Verfassung. In Fahrenheit wirken sich Ihre Aktionen auf die Gemütsverfassung Ihres Charakters aus. Sobald sich diese verändert, wird dieses Symbol angezeigt. Vernachlässigen Sie dies nicht, denn sonst werden Sie noch depressiv, verrückt oder begehen gar Selbstmord. Oh, fast hätte ich was Wichtiges vergessen. In Fahrenheit können Sie alle Hauptcharaktere steuern. Und nicht vergessen, jede Ihrer Aktionen beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Ein letzter Rat. Erst denken, dann handeln. Das wär's. Ich hab Ihnen alles erzählt. Oder fast alles. Es gibt noch immer jede Menge Sachen zu entdecken. Aber wir wollen ja auch nicht alles im Voraus verraten. Dann kann das Abenteuer ja losgehen. Denken Sie dran, Sie betreten eine Welt, in der alles möglich ist.